Hoffe nicht, dass ich das so oft machen muss. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ, als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Entspann dich, Judy. Alles wird gut gehen. Du hast keine Ahnung, welches Risiko ich eingehe, dich hier reinzulassen und das Zeug anzufassen. Wir alle gehen Risiken ein. Das gehört zum Job. Entweder T-Bug ist drin oder ich bin raus. Judy, bitte. Schon gut. Ruf sie an. Bringen wir es hinter uns. Hey, wie? Was gibt's? Buck, hör zu. Ich habe was Nützliches aus dem Compeggy Plaza. Ein Braindance. Compeggy? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha, okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drin achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Mhm. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Er ist sicher. Gut, ich gehe rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Judy. Okay, V, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Warte, irgendwas kann ich scannen. Ja. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Ist auch sehr nett, was dieser Roboter uns gerade fragt. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Okay. Ich finde das auch, also wie gesagt, ich hoffe, ich muss das nicht so oft machen. Scanne das Sicherheitssystem des Apartments. Hab ich das nicht gerade? Noch dazu, weißt du, wir sind gerade in einem Braindance. Noch dazu haben wir T-Bug jetzt auch noch in unserem Kopf. Was noch? Also... Warte, aber mehr kann ich hier gerade nicht mehr scannen oben. Ich kann man bestimmt gut ficken, oder? Nett. Ich meine, ich hätte mir das auch erstmal. Nein! Dafür wird mein Kopf rollen. Ordentlich angucken können, ne? Aber wir müssen Zeit sparen. Ich finde das nämlich spooky. Mag das nicht. Für einen guten Zweck. Oh, hier ist Audio. Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielereien hier drin. Vielleicht gucken wir uns die Szene ganz am Ende nochmal ordentlich an. Aber ich mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen. Hör bei dem Gespräch zu, Vee. Das könnte wichtig sein. Ich
brauchen nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Voll das Belauschen. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sabolo ist ein verwirrter Despot, der jeden Sinn für Realität verloren hat. Und gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Verstanden. Das... Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Okay, ich kann mich ja aber nicht so einfach so umgucken. Da muss die schon mitlaufen. Warte mal. Scanne Yorinobus PDA auf der visuellen Ebene, wenn es eingeschaltet ist. Echt? Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt. Nervös? Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich. Geschützturm. Automatische Geschütze. Neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer im Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem Perfekten. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Ambiente. Was für ein Teil? Ach so, das. Ich finde das. Oh, das. Ich meine, das ist ein bisschen wie bei Detroit Become Human. Und ein bisschen hatten wir es bei Watch Dogs ja auch, dass wir so imaginäre. Es ist ja nicht imaginär, das ist ja dort passiert, aber so, dass wir halt was sehen, was gerade jetzt gar nicht da ist, was wir analysieren können. Also es ist ja nicht das erste Spiel, was sowas macht, aber das hier finde ich irgendwie nochmal eine andere Stufe von creepy. Wird dir gefallen. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Also der muss ja irgendwo kalt sein. Oder bin ich doof? Jetzt kann ich den jetzt hier hinten noch sehen. Dann will ich das mal kurz laufen. Ob da oben noch was aufploppt.
was ich scannen kann. Ich gucke eigentlich nur oben die ganze Zeit auf die Leiste. Warikome, das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. Hier, warte, wir spulen zurück. Ruhe. Ich hab hier... Shit, zieh mich aus. Gut ab. Ja, ist irgendwo wie was. Kann ich scannen? Mit Thermo. Ah. Klimaanlage. Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überein. Aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant. Also weiter zurück. Nee, das war falsche. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Ist zwar eine lange Leiste, aber... Ja. Ja, das Champagner. Oh, Donahue. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Habe ich gesagt, dass ich denke, der ist dort? Ich soll einfach doch alles nur scannen. Die Kamerasteuerung ist hier auch ein bisschen seltsam. Na gut. Weiter zurück. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Sag's euch ganz am Anfang. Der ist bestimmt dort in dem Raum, dort hinten. Aber wie weit sollen wir noch zurückspulen? Bin ich gleich wieder außerhalb? Ich habe schon aufgehört zu spulen. Oh, was ist das? Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Wollen wir die Szene jetzt nochmal ordentlich angucken? Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sabolo ist ein... Wow, ist der Champagner gut. Ist der Geschmack geboostet? Nee, nur der Preis. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt. Die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Das reicht. Das Glas steht aber ziemlich an der Kante. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr listig sein. Hm. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen.
Scheiße, das fühlt sich an, als würde ich echt... Wie? Lass dich nicht ablenken. Warikome, das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. Zum Glück hört hier die Aufnahme auf. Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Buck. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Hallo, Susi. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht wirklich viel gesehen. Und ich bin schon wieder mad, weil mein Mikro ist behalt ihn. Popo. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Beruhig dich. Ich habe alles im Griff. Wenn du das verkackst und die an meine Tür klopfen. Jody, ganz ruhig. Das wird nicht passieren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran. Wir sprechen uns bald. Ich weiß es nicht so richtig. Das Problem ist, mit Software habe ich immer komplette Tonaussetzer und ohne Software ist es nur noch Mono. Das Mikro. Und ich glaube nicht, dass das immer so war. Mir fällt das so krass auf, dass ich im OBS nur noch eine Spur habe an meinem Mikro und nicht zwei für Stereo. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Plötzlich aus dem Nichts. Die einzige Hoffnung, die ich noch habe, ist, dass es nur ein Windows-Update war. Da gab es ja jetzt das ein oder andere. Das bedeutet aber, ich muss mich irgendwann hinsetzen und alles neu installieren, alle Treiber neu installieren, vielleicht auch mal OBS updaten, ich habe keine Ahnung. Aber es macht mich richtig sauer, weil ich nicht weiß, was das Problem ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe nichts gemacht. Ja. Ich meine, immerhin hat es heute anscheinend nicht gerauscht, aber der Ton war halt, also mein Mikro war halt komplett weg, mitten im Satz einfach weg. Und zwei Sekunden später war es wieder da. Also ich weiß nicht. Ja, und das ärgert mich, weil ich eigentlich gerade Spaß hatte am Stream, aber wenn die Technik nicht will, ja, dann frustriert mich das so extrem und dann habe ich keine Lust zu streamen. Und jetzt am Wochenende habe ich keine Zeit, das zu fixen, weil ich bin ja Samstag, Sonntag komplett nicht da. Oh. Wie? Eine Sekunde. Ja, aber das alte Mikro nehme ich nicht. Das ist ja noch schlimmer. Ich meine, immerhin hört ihr mich. Und es klingt ja jetzt nicht ganz zum Brechen. Aber mich stört das, weil ich höre den Unterschied. Und ich weiß, wie gut, in Anführungsstrichen, das Mikro klingen kann, obwohl ich kein Mischpult habe. Und jetzt klinge ich halt wieder so, wie ich nicht klingen möchte. Keine Ahnung. Ist halt einfach richtig blöd. Wir müssen los. Und? Was denkst du? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Konpeki. Der Wind steht günstig. Der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte.
Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin, ehrlich. Ich hab das im Griff. Vertrau mir. Es klingt nicht scheiße und man versteht dich gut, aber wenn es dich... Ja, ich weiß, ich habe halt erst extra auch nochmal meinen Stream gehört. Und? Was denkst du? Man hört mich gut, niemand weiß, dass das anders ist als vor 2 Streams, aber wie du halt schreibst, ich weiß es halt und mich stört das. Und ich weiß nicht, ob ich das abgelegt bekomme, aber ich meine, das Mikro war super teuer, also mein bisher teuerstes Mikro, ich meine, es geht sicherlich noch teurer, aber... Und es ärgert mich, weil wie lange habe ich das jetzt? 2 Jahre, wenn es hochkommt? Das kann ja nicht schon kaputt sein. Also ich weiß nicht mal, ob ich es überhaupt schon 2 Jahre habe. Vielleicht erst 1, I don't know. Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Glaube, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex? Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Und, was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Ja, ich muss mal gucken. Eigentlich habe ich aber auch keine Lust, das irgendwie zurückzuschicken und so. Und? Was denkst du? I don't know. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, warum. Also, die Software von meinem Mikro ist auf dem aktuellsten Stand. Das habe ich schon geguckt. Wie gesagt, das Einzige, was ich machen könnte, ist OBS mal updaten. Das habe ich ja auch schon eine Weile nicht mehr. Wie? Gut, die Windows-Updates sind halt jetzt gemacht. Ist halt jetzt so. Ich weiß nicht. Ich meine, der Rest funktioniert ja alles, ne? Also so Ausgabe und so, es ist ja alles top. Nur mein Mikro ist irgendwie... Ich weiß nicht. Oder ob das Kabel plötzlich einen weg hat. Ich weiß es nicht, ob es halt das Kabel auch einfach so noch zu kaufen gibt. Als Ersatzteil oder so. Ich weiß es nicht. Und? Was denkst du? Da muss ich mir mal Gedanken machen, was ich tue. Aber es wird ein bisschen dauern, bis es da vielleicht eine Lösung gibt. Ja. Wenn die Technik nicht funktioniert, nervt mich das. Vor allem habe ich das Gefühl, dass ich auch bald ein neues Handy brauche. Und das ist auch erst nicht mal 1,5 Jahre alt. Aber meine Betriebssoftware, also Android, stürzt ständig ab und dann kann ich nichts mehr machen. Dann muss ich das Handy neu starten, damit wieder irgendwas funktioniert und dann stürzt es wieder ab. Also es ist wirklich der Wurm drin und ich glaube, diese Gesamtheit frustriert mich halt einfach gerade. Ich glaube, wenn nur eine Sache halt gerade im Poppes wäre, wäre es halt die eine Geschichte, aber ja. Ich bin halt auch so ein... Weh? Es hat nicht mal was mit Overthinker zu tun, es ist einfach... Ich bewundere Menschen, die zum Beispiel wissen, okay, ich habe jetzt gerade Problem X. Ich kann aber an der Ursache von dem Problem gerade nichts machen. Ich kann einfach nur eine Lösung finden. So, aber das Problem ist, ich mache mir Gedanken darüber, was eigentlich das Problem ist. Ich denke dann nicht drüber nach, was die Lösung ist und mache mir nicht so ein
so im Kopf, weil ich kann es an sich ja nicht ändern, sondern ich, also mich nervt das. Mich macht das alle. Ich weiß, du wirst den Fehler finden. Ich hoffe. Jetzt weißt du, wie es mir immer geht mit der Technik. Ja, ich habe auch schon zu Julia vorhin gesagt, ich bin ja jetzt nicht der krasseste Computerfreak. Aber alles, was so mit Stream zu tun hat, habe ich das Gefühl, verstehe ich schon. Ich meine, ich habe das ja auch alles eingerichtet selber und so. Und wenn das dann nicht geht und ich nicht finde, was das Problem ist. Oh. Nee. Schlimm. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, das stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Ja, das macht einen kirre. Das Problem ist, ich kann halt dieses Problem ohne laufendem Stream, glaube ich, nicht reproduzieren, um zu gucken, ob es an OBS liegt oder an der Software. Ich müsste eigentlich mir gerade die Software riesengroß aufmachen, das Mikro wieder über die Software laufen lassen und dann müsste ich... Was denkst du? Was aber bei Twitch nicht funktioniert, weil es gibt ja eine Übertragungsverzögerung. Es müsste mich instant jemand anschreien, wenn der Ton im Stream weg ist. Und ich beobachte einfach nur die Balken in meiner Software und gucke, ob das dann dort auch weg ist. Oder nicht. Weil wenn der Mikrobalken sich in der Software noch bewegt, scheint es ja das Problem vom OBS zu sein, dass es dort nicht ankommt, das Signal. Weh? So, weißt du? Aber ich kann das ohne Stream nicht so richtig reproduzieren. Und das ist halt blöd. Na. Scheiße, nie im Leben. Dex ist mit mir ein Risiko eingegangen. Er vertraut mir. Und jetzt mache ich dasselbe. 50%. Mit so viel Geld auf dem Konto brauchst du Dex für nichts mehr. Nein, Evelyn. Es geht nicht nur ums Geld. Ich dachte, du bist eine Söldnerin. Es geht immer ums Geld. Nicht, wenn ich dafür jemanden bescheiße, der mir vertraut. Tut mir leid. Na gut, ich habe nie gefragt. Aber weh. Hm? Ich hoffe, du bist genauso nützlich wie naiv. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Schmeißt du mich raus? Oh, wir haben Punkte zu verteilen.